Hi Leute, ich habe mir diesmal einen Halter für meine Schraubenzieher gebaut. Ja, normalerweise kommt natürlich immer so ein Halter mit dazu, wenn man so ein Set kauft. Aber man muss die Schraubenzieher immer von oben hier in so ein Loch reinfriemeln. Das klappt aktuell natürlich ganz gut. Wenn ich 2 Promille habe, ist das natürlich etwas schwieriger. Und ja, wer kennt es nicht, ne? Mittwochabend. Nein, Spaß natürlich. Nein, aber im Ernst, in so eine Halterung kann ich den natürlich viel besser reinstecken oder schieben. Und zack, er schnappt auch noch wunderschön ein. Zusätzlich, wenn man natürlich die Schraubenzieher nur nach oben entnehmen kann, wie das bei diesen Löchern halt der Fall ist, ist natürlich schnell der French Klethalter da drüber im Weg. Und das ist natürlich ein bisschen blöd. Ich kann meinen Platz nicht optimal ausnutzen. Das habe ich jetzt natürlich nicht mehr. Ich mache es einfach nach vorne. Und falls ihr sie noch nicht kennt, schaut euch auf jeden Fall auch meine anderen Videos zum Thema French Klethalter an. Sind ein paar richtig coole Halter dabei. Die verlinke ich auf jeden Fall mal als Beschreibung unten im Video und als Playlist am Ende des Videos. Und jetzt erstmal viel Spaß bei diesem Video. So, ich habe jetzt erstmal nur die angefassten Kanten hier weggeschnitten. Als nächstes stelle ich das Sägeblatt ein bisschen schräg. Auf den genauen Winkel kommt es gar nicht so sehr an. Jetzt ungefähr 10 Grad. So, ich habe mich dann am Ende doch entschieden, das ganze Ding quasi hier und hier ein bisschen zu kürzen, dass am Ende dann der Halter, die sind ja dann so, dass sie nicht so tief in den Raum stehen. Als nächstes kann ich dann quasi das ganze Ding jetzt in Scheibchen schneiden. Ich werde mich dann bei der Dicke der Scheibchen an dem Stück hier orientieren, weil das wird die hintere Basis des Halters sein. Und ja, das mache ich am besten mit meinem Schiebeschlitten. So, wie man hier sieht, das Stück ist eigentlich viel zu klein, um es jetzt von Hand in der Kapp- und Gehrungssäge festzuhalten. Da mache ich mir halt immer ja, so ein paar Hilfshölzer dran. Also einmal hinten, damit ich eine Kante habe, wo ich das kleine Ding gegenhalten kann hier, weil hinten wäre ja alles offen, da könnte ich das nicht gerade machen. Ja, und dann mache ich hier so eine Art Spannholz, spann mir das hier fest, weil ich bis dahin mit der Zwinge nicht komme und säge das dann durch. Das ist so meine Methode, dass ich da dieses Ding eben nicht mit den Fingern festhalten muss. Ich weiß nicht, vielleicht wenn ihr da eine bessere Methode habt, schreibt es mir mal in die Kommentare. Wie würdet ihr so ein kleines Stück schneiden? So, damit habe ich schon mal meine beiden Endstücke dann fertig. Wie gesagt, es sieht ein bisschen komisch aus, aber ist auf jeden Fall sicherer, als wenn ich da die Finger direkt daneben hätte. So, ich habe noch einen ganzen Stapel Magnete hier. Die werde ich dazu verwenden, um die hinten an die Halterung dran zu machen. Und wenn ich dann quasi den Schraubenzieher in die Halterung reinstecke, dann schnappt so die letzten 1-2 mm der Halter rein. Ist ganz cool von der Haptik her. Und dazu müssen wir uns erstmal einen kleinen Kanal hinten reinfräsen oder besser gesagt eine Nut.
So, kommen wir jetzt zur Lieblingsbeschäftigung eines jeden Heimwerkers, kurz vor dem endgültigen Zusammenbau. Und das ist das Schleifen. Ja, für euch geht das jetzt im Zeitraffer, für mich leider nicht und das ist Kacke. So, fertig mit der Schleifarbeit. War ganz schön blöd, aber egal. Ist ja vorbei. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr gehabt zu messen oder sowas, weil ich einfach auch stinkefaul bin. Und wenn man faul ist, muss man clever sein. Das heißt, ich werde einfach die einzelnen Klötze jetzt anlegen, den jeweiligen Schraubenzieher, die dicken von den unteren Metallteilen quasi sind ja unterschiedlich dick. Das heißt, ich werde die dann anlegen, bisschen Spiel lassen und dann den jeweiligen Klotz festleimen und eventuell auch mit der Nagelpistole festtackern. Oder nageln, besser gesagt. So, das ist die Reihenfolge, in der ich meine Schraubenzieher hängen sehen möchte. Das heißt, die PZ bei der kleinsten zur größten Größe, die PH Kreuzschraubenzieher auch bis zur größten Größe und die Schlitzschraubenzieher dann eben auch von der kleinsten bis zur großen Größe. So, und die Magnete halten eigentlich schon von selbst. Allerdings, muss ich mal schauen. Wenn ich die größten reinmache, dann ist der Spalt schon sehr groß und ich habe ein bisschen Angst, dass dann der Magnet so mehr oder weniger rausreißt. Deshalb werde ich die jeweils mit Montagekleber an Ort und Stelle festkleben. So, 5 erledigt, 4 fehlen noch. Mehr oder weniger Halbzeit, würde ich sagen. Funktioniert echt super mit dem Expressleim. Das heißt, wenn ich die Klötze etwas andrücke, dann bindet das auch direkt ab und die sind mehr oder weniger fest. Bevor ich das allerdings mache, bewege ich die Schraubenzieher immer so ein bisschen nach links und rechts, nur ganz minimal, dass ich vielleicht einen Millimeter, einen halben Millimeter Platz habe, damit eben später ein bisschen Spiel ist und ich den Schraubenzieher leichter da reinbekomme. Trotzdem hängen die dann wirklich sehr gerade und eben nicht krumm und schief im Halter, so wie ich es eben nicht haben wollte. So, ich habe die ganze Leiste dann mal auf die richtige Länge gekürzt und ich muss sagen, die Schraubenzieher halten richtig gut da drin. Bisher ein voller Erfolg. Tja, macht sich schon ganz gut an der French-Gliedwand. Was mir besonders gefällt, ist, dass die Schraubenzieher sich so den letzten Millimeter immer in die Halterung so reinschnappen. Zack. Weiß nicht, ob man es gesehen hat, aber auch wenn ich hier dran komme,
Durch den Magneten werden die Schraubenzieher immer perfekt ausgerichtet und sind immer schnurgerade. Die Schraubenzieher sind übrigens auch echt top nach meiner Erfahrung. Die haben einen schön gummierten Griff. Preis-Leistung stimmt auch. Ich verlinke die mal unter dem Video, zusammen mit meinem ganzen anderen Werkzeug übrigens auch. Wer sich dafür interessiert, einfach mal vorbeischauen. So, ich habe die Dinger die ganze Zeit Schraubenzieher und nicht Schraubendreher genannt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Gerne auch liken und abonnieren. Ich habe für heute Feierabend. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.